Schon gehört? Die Ö1 Clubsendung. Die Volksoper Wien feiert heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Und das wird natürlich gebührend gefeiert. Das Jubiläum soll, so Volksoperndirektorin Lotte de Beer, aber auch die dunklen und schmerzvollen Stunden des Hauses in Erinnerung rufen. Mit der Uraufführung von »Lass uns die Welt vergessen«, Volksoper 1938, wird dem Schicksal der in der NS-Zeit vertriebenen und ermordeten Künstlerinnen und Künstler der Volksoper gedacht. Es könnte so gewesen sein. Die Fakten, die sind, was mit den Figuren passiert ist, wo die letztendlich geendet sind. Aber es ist eine freie Interpretation. So der niederländische Regisseur Teu Boermans, der für die Produktion verantwortlich zeichnet. Die Frage habe ich mich gestellt, wie geht's die Leute, diese Künstler, diese jüdische Künstler, wenn man auf einen Tag zu hören bekommt, ihre Dienste werden nicht mehr gebraucht, sie sind entlassen. Was geschieht zu Hause bei ihnen? Aber auch gleichzeitig, was machen die anderen? Was machen die nicht-jüdische Kollegen? Wie verhalten sie sich? Das Ensemble von heute spielt das Ensemble von damals, das gerade die Operette Gruß und Kuss aus der Wachau von Jara Benes probt, als die Nazis das Haus stürmen. Lass uns die Welt vergessen von Teu Boermans, historische Bearbeitung Marie-Therese Arnbom, musikalische Leitung Karin Kagalitzki. Für die Vorstellung am 21. Dezember hat die Volksoper einige Freikarten zur Verfügung gestellt, die wir unter den ersten anrufenden Ö1-Club-Mitgliedern weitergeben können. Wählen Sie dafür unsere Clubnummer Wien 501 70 370. Und halten Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer bereit. Tauchen Sie ein in die Welt des Musiktheaters an der Wien mit dem Ö1 Opernkunst-Wahlabonnement und wählen Sie zwischen Klassikern, Werken der Gegenwart, Operetten und einem Late-Night-Konzert. Zur Auswahl stehen die Comic-Operetta Candide von Leonard Bernstein, die österreichische Erstaufführung der Kinderoper Hamed und Sherifa von Saad Multaka, Charles Gounods lyrisches Drama Romeo e Juliette, Antonio Salieris Drama Eroicomico Kublai Khan, Richard der Dritte Musiktheater nach William Shakespeare mit Musik von Henry Purcell und ein Late-Night-Konzert mit Volksmilch und Musik von Klassik über Jazz und Pop bis zu Balkan Swing und Tango Nuevo. Mit dem Ö1 Opernkunst-Wahlabonnement können Sie drei Produktionen auswählen und diese am Wochenende besuchen. Spielstätten sind das Musiktheater an der Wien im Museumsquartier und die Kammeroper. Und als Ö1-Club-Mitglied erhalten Sie zusätzlich zu jedem Abo einen kostenlosen Eintritt für das MAK, das Museum für angewandte Kunst. Abschließend noch nach Vorarlberg ins Kunsthaus Bregenz. Dort sind aktuell die Arbeiten der Brasilianerin Solange Pessoa zu sehen. In ihren Installationen, in denen die Künstlerin Texte, Fotografien mit Knochen, Federn, Haaren, Bronze oder Gras vermengt, geht es um die koloniale Vergangenheit ihrer Heimat, die gegenseitige Beeinflussung der Kulturen sowie um die organische Beziehung zwischen Mensch und Natur. Es ist ein Eintauchen in den Kreislauf des Lebens, eine Begegnung der Materialien, eine visuelle, taktile, akustische und räumliche Erfahrung. Die Ausstellung Solange Pessoa bis 4. Februar im Kunsthaus Bregenz. Schon gehört? Das war die Ö1-Clubsendung. Gestaltung Karin Lienortner.